Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch ein kleines weihnachtliches Get Ready With Me zeigen. Viele von euch haben sich das gewünscht unter meinem letzten Instagram-Post. Und falls ihr mir da noch nicht folgt, dann macht es unbedingt. Hier habt ihr einmal den Namen und in der Infobox wie immer auch. Und ja, genau. Deswegen werde ich euch zeigen, wie ich mich so fertig mache. Und ich habe euch schon in einem meiner letzten Videos so einen Christmas-Look gezeigt. Und ihr fandet das wirklich toll und mochtet den Look gerne. Deswegen dachte ich, mache ich noch einen. Und es sind ja viele Festtage, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag und Silvester. Und dann könnt ihr euch einfach mal schauen, ob ihr damit was anfangen könnt und vielleicht sogar anwenden könnt. Und ich zeige euch auch ein kleines Outfit, das, was ich an Weihnachten tragen werde. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt und dass es euch Spaß macht. Hier seht ihr schon einmal den fertigen Look. Er sieht festlich, aber trotzdem noch frisch aus. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Video und schaut euch das an. Ich komme gerade aus der Dusche und das erste, was ich machen werde, ist meine Haare zu föhnen. Und ich verwende hier einen Hitzeschutzspray von Tony & Guy. Und das sorgt einfach nicht nur beim Glätten dafür, dass die Haare nicht so angegriffen werden oder beim Locken, sondern auch schon beim Haare föhnen. Und da Hitze immer nicht so gut für die Haare ist, mache ich mir das erstmal ordentlich drauf. Falls ihr nochmal eine komplette Haarroutine sehen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich habe damals eine gemacht, als ich sie gerade abgeschnitten habe und das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Von daher schreibt es einfach drunter und lasst es mich wissen. Das erste, was ich machen werde, ist meine Foundation aufzutragen und ich benutze eigentlich super gerne die Foundations von Catrice. Ich finde, die sind wirklich qualitativ hochwertig und da benutze ich jetzt einmal eine Mischung aus der Nude Illusion und der All Matte Plus, weil ich die Farbe irgendwie von der Nude Illusion zu hell finde. Ich habe die 010 Nude Ivory und von der Matte Plus finde ich sie ein bisschen zu dunkel. Da ist die 020 Nude Beige. Deswegen mische ich das so ein bisschen und verteile es auf meinem ganzen Gesicht. Also die Base ist fertig und als nächstes kümmere ich mich einmal um meine Augenbrauen und hierfür verwende ich meinen, wie bereits in meinem letzten Video erwähnt, meinen Catrice Eyebrow Stylist in der Farbe 020 Date with Ashton. Super schöne Farbe und ich finde, sie passt einfach zu meinen etwas aschigeren Augenbrauen. Echt perfekt. Gutes Produkt aus der Drogerie. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal finde und ich liebe es. Da ich zur Winterzeit immer ganz besonders blass werde, ich habe so eine extreme Haut, im Sommer extrem dunkel und im Winter extrem hell. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber ich muss mich dem einfach anpassen. Und deswegen werde ich noch einmal mein Gesicht so ein bisschen aufwärmen und ich verwende hierfür den Hoola Bronzer von Benefit, absolutes Lieblingsstück, und werde das Ganze mit dem Blush Brush von Real Techniques auf meine Haut auftragen und ein bisschen unter meine Wangenknochen, damit ich ein bisschen Dimension bekomme. Und ihr seht ja, wie ich das hier gerade mache. Einfach wischen, wischen rüber aufs Gesicht. Als nächstes kümmere ich mich um meine Augen und da möchte ich einfach ein ganz dezentes und ebenmäßiges Augenlid haben und dann einen schwarzen Winged Eyeliner rauf tun. Ich werde das erstmal, wie man hier sieht, mit einem fluffigen Pinsel. Ich liebe die Pinsel von Zoeva, das habe ich auch schon das letzte Mal gesagt, und das ist einmal der 227 Soft Definer. Mit dem werde ich einfach so ein neutrales Beige auftragen und dann mit einem anderen Pinsel nochmal das Schwarz. Als nächstes werde ich aus der gleichen Zoeva Palette, und zwar die Naturally Yours Palette, die schwarze Farbe nehmen und dazu den Cosmetic Cosmo Eyeliner Elke Pinsel. Das ist einfach ein abgeschrägter Eyeliner Pinsel oder auch für Augenbrauen benutzbar, und werde einfach so dicht wie möglich an meinen Wimpern, an meinem Wimpernkranz den schwarzen Eyelinerstrich ziehen. Der erste Flick ist fertig und ich finde, bei mir klappt es einfach nie, den anderen Flick genauso zu machen wie den ersten. Es geht eigentlich prinzipiell schief. Aber hey, bald ist Weihnachten, seien wir mal kurz optimistisch und schauen, was passiert. Und der nächste Schritt ist einmal die Mascara aufzutragen. Hierfür verwende ich wie immer von CoverGirl den Clump Crusher und werde ihn jetzt einfach in meinen Wimpern verteilen. Ich glaube, jeder von euch weiß, wie man Mascara aufträgt. Also ja, seht einfach zu und viel Spaß. Und jetzt kommt auch schon der letzte Schliff. Ich werde einmal ein bisschen Blush auftragen, meine Lippen definieren und dann noch ein bisschen für Glow und Glanz sorgen. Und als erstes verwende ich einmal meinen Real Techniques Stippling Brush, wie immer, und dazu mein Art Deco Baked Blush in der Farbe 348.1.
was auch immer das bedeuten soll. Und ja, ich verteile einfach den Blush auf den Wangen, so wie man es von Blush gewöhnt ist, und werde dann ein bisschen mit dem Mary Luminizer für Glow sorgen. Auf den Lippen trage ich einmal den Color Elixir von L'Oreal in der Farbe 720 Nude Illusion. Und man trägt an Weihnachten, möchte man meinen, ja eigentlich immer rote Lippen, und das mache ich auch unglaublich gern, aber ab und zu trage ich dann auch mal eine Nude-Lippe, besonders wenn ich meine Augen ein bisschen mehr betone, und der Look gefällt mir wirklich sehr gut. Also das Make-up ist fertig und ich hoffe, dass ihr das mochtet. Und da ich momentan noch nicht ganz vorzeigbar bin und es keiner echten Weihnachtsparty entsprechen würde, würde ich sagen, kümmere ich mich jetzt mal um mein Outfit. Und voilà, meine Verwandlung. Ich liebe dieses Kleid. Es ist von Vero Moda. Es hat so unglaublich schöne Details und so ein cooles Muster. Und ich freue mich so, es Weihnachten zu tragen. Ich habe mich richtig verliebt, falls man das in ein Kleid kann. Und ich werde noch versuchen, es ein bisschen mit Accessoires aufzupimpen. Hier seht ihr noch einmal so goldene Ohrringe. Ich finde, Gold ist zu Weihnachten sowieso eine unglaublich schöne Farbe. Und die sind von H&M. Und meine geliebte Daniel Wellington Uhr, das ist einmal die Ausgabe mit dem dunkelbraunen Leder und dem roségoldenen bzw. goldenen Zifferblatt. Werde ich euch alles in die Infobox packen, den Link. Und dazu werde ich wahrscheinlich eine schwarze Strumpfhose und ja, kleine High Heels oder Boots tragen, je nachdem wie mir danach ist und was ich vorhabe. Also meine Lieben, das war's für mein Video, mein Get Ready With Me zu Weihnachten. Und ich werde es mir nochmal gemütlich machen mit einer Tasse Tee und mit meinem Look und freue mich auf jeden Fall schon sehr auf Weihnachten. Falls ihr meine letzten Videos noch nicht geguckt habt, schaut einfach nach rechts und links. Dort sind sie verlinkt, genauso wie in der Infobox. Und ich wünsche euch wirklich schöne Weihnachtstage. Genießt es mit eurer Familie, mit Freunden, wem auch immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wie immer bei meinem nächsten Video. Und bis dahin alles Liebe. Ciao!